Ich ging humpelnd hin und laufend raus. Und als meine Nachbarin das sah, sagte sie, ja, Frau Fischer, Sie laufen ja. Ja, sage ich, ja, ich habe keine Schmerzen mehr. Ich habe gar nichts mehr gehabt. Ich habe gar nichts mehr gehabt. Das ist keine Migräne mehr. Jetzt war ich geheilt. Fertig. Jetzt wusste ich's. Jetzt habe ich Gnade erhalten. Ich war zu Besuch bei meiner Freundin und die kriegte einen Anruf. Das bekamen alle und ich war ja nur nicht da, ich war bei ihr. Und da bricht sie in Tränen aus und sagt, Bohne ist verschieden. Und mein Gefühl war nur, ich konnte es nicht begreifen. Ich konnte es nicht glauben. Ich konnte auch nicht weinen, nichts. Er hat mir leid getan. Er hat mir ja damals schon leid getan, weil ich ja, wie gesagt, den Eindruck nicht los wurde, dass er ausgenutzt wird. Und infolgedessen hat er, das hat meiner Frau und mir leid getan. Ja, wir haben gedacht, jetzt ist Schluss. Wir haben uns noch ein paar Mal getroffen und jeder hat ja geglaubt, das geht nicht mehr weiter. Frau Gröning sagte uns, als sie von Paris zurückkam, dass Herr Gröning gestorben war. Und wir waren alle sehr erschüttert und erstaunt. Wir hatten ihn ja kurz vorher noch gesehen. Und sie zeigte uns seine Urne. Und so haben wir es erfahren. Und wie gesagt, Weihnachten waren wir noch zusammen. Wir wussten zwar, er ist krank, aber nicht so krank. Und es hat uns alle dann sehr erschüttert, dass es so schnell ging. Und im Januar starb er ja dann. Er sah das nur als einen Übergang. Er sagte immer, ich bin nicht weg, wenn ich mal nicht mehr körperlich auf dieser Erde bin. Ich bin immer noch da. Das war seine Überzeugung. Ich bin einfach wie ein Kind abends ins Bett gegangen und habe gesagt, Bruno, wenn du mich hörst, dann bitte nimm alles. Ich kann es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr tragen. Und in dem Moment, wo ich das abgab, da durchfuhr mich irgendwas, das kann ich heute noch nicht beschreiben. Das war eine Kraft, eine Wärme, ein Prickeln von oben bis unten. Und ich wusste, das kann nur von Gott sein, das kann nur das Gute sein. Ich habe gar nichts mehr gehabt. Ich habe gar nichts mehr gehabt. Das ist keine Migräne mehr. Ich war doch im Stall und so. Plötzlich habe ich gemerkt, ich habe einfach nichts mehr gehabt. Das war alles weg. Ich wollte eigentlich nur einmal hin und nie mehr wieder. Aber ich habe auf
einmal gespürt, ja, das ist Heimat. Das war so schön. Und ich habe 4 Stunden bei Frau Häusler gesessen. Ich bin nicht mehr gegangen. Ich habe nur aufgenommen, aufgesaugt. Tagen, da hatte ich an jenem Tag keine Schmerzen. Und das war so schön. Ich dachte mir, das wäre ein Leben. Manchmal wollte ich mir das Leben nehmen, weil es mir zu viel war. Und ich habe gelernt, andere zu verstehen, die nicht mehr können und sich das Leben nehmen. Und das ist so schön jetzt ohne Schmerzen. Und am anderen Tag dachte ich mir, zur Sicherheit nehme ich noch die halbe Menge. Weil die wirken erst in 3 Stunden. Sollte ich Schmerzen bekommen, dann wären sie dann nicht so schlimm. Ich hatte wieder keine Schmerzen. Dann habe ich mir gedacht, am dritten Tag, jetzt nehme ich keine. Jetzt sind es 3 Tage. Wenn ich heute keine bekomme, und wieder hatte ich keine, stell dir das vor. Jetzt war ich geheilt. Fertig. Jetzt wusste ich's. Jetzt habe ich Gnade erhalten. Ich habe viel auch in den Häusern im Palas und im Sovretta, den 5-Sternhäusern, wo wirklich, man sagt ja, St. Moritz ist top of the world, sind also die Menschen, Filmer und also Schauspieler und alles, wer da in die Ferien kommt. Und ich habe gute Gäste gehabt damals, aber das war es nicht, was mich erfüllte, was mich glücklich machte. Das war es einfach nicht. Darum fiel es mir wirklich leicht, diese Praxis aufzugeben und bin dann hierher ins Prättigau gezogen mit meiner Tochter. Und seit dieser Zeit, ja, helfe ich wirklich gerne in diesem Werk mit, weil ich einfach spüre und erlebe, wie die Menschen gesund werden. Der Wind, der jetzt auch hier einem ganz fein und sanft streichelt, das kann man ja über die Haut, kann man das aufnehmen. So ein kühler Wind, der einem streichelt und berührt. Und ich habe oft auch erlebt, dass ich in der Natur bin und dann auch die Gedanken und alles nach oben orientiert und in der Kraft, dass ich plötzlich merke, da kommt so ein ganz sanfter und liebevoller, streichelnder Wind und streichelt und berührt mich da ganz sanft und ich spüre, dass der kommt auf, der Wind, der kommt plötzlich auf. Jetzt auch, jetzt kommt plötzlich so ein Wind. Und dann das Herz öffnen und dann merken, das ist ja er, der mich hier berührt und mich streichelt. Und dann kann ich das aufnehmen und der Körper reagiert positiv darauf. Das ist ein Erlebnis. Und wenn wir da jetzt zum Beispiel so zurückschauen, hier, diese Halme, die sich da, das sind alles ganz kleine Fühler, wie hier an meinem Arm die Härchen. Das sind die Härchen der Mutter Erde. Und die genießen da den Wind, wiegen sich im Wind. So ganz feine Fühler sind das. Und die machen genau das Gleiche wie unser Körper. Die nehmen jetzt das letzte Abendlicht und diese Windeinheiten in sich auf und das geht dann in die Erde rein. Das ist immer alles gleich. Der Körper ist genauso wie die Erde. Jetzt kommt so ein schöner Windstoß, nicht?
kühlt uns leicht ab. Genau hier reagiert das auch drauf. Oder weiter hinten oben sieht man diese Erlen da oben, die Stauden und der Lerch. Die ahlen sich richtig im Wind. So, die genießen diesen lauwarmen Abendwind. Und der streicht da durch und automatisch noch das Licht, das reflektiert. Und wenn man da hinschaut, macht man das gerade mit. Das ist ein Körpergefühl. Das ist etwas, da kann man nur stehen und gucken und aufnehmen. Und das habe ich als halt durch der Heilstrom hat mich sensibilisiert. I'm Samson Ajete, the community leader for Accra Community and Ghana, and I'm ready to show you the countryside and landscapes and all that is. I am Amuzu Kwe, the country leader for Ghana. Ich heiße Amuzu Kwe und bin der Landesleiter in Ghana. Mon nom est Amuzu Kwe et je suis le guide national du Ghana. As the host of the West and Central Africa 206 conference, I would like to welcome you all to this conference. Je m'appelle Halawi Maurice. Mein Name ist Maurice Halawi. My name is Maurice Halawi. Je suis le guide national du Togo. Ich bin Landesleiter in Togo. I'm the country leader of Togo. J'ai en charge actuellement 14 communautés. Zurzeit haben wir dort 14 Gemeinschaften. My name is Kanyonga III and I am the country leader for Cameroon. Mein Name ist Kanyonga III und ich bin der Landesleiter in Kamerun. Mon nom est Kanyonga III et je suis le leader national au Cameroun. I am the king of Balinyonga in Cameroon. Ich bin der König von Balinyonga in Kamerun. So my desire, my wish for in connection with the teachings of Bruno Gröning is that let more and more people take and accept the teachings of Bruno Gröning so that this human emergency will be uplifted, so that people will live and feel like human beings, equal to human beings everywhere in the world. Ja, es ist also eine ganz besondere Aufgabe, weil die afrikanischen Länder doch ganz anders sind, als man so das aus Europa gewohnt ist. Hier ist alles viel spontaner und lässt sich bei weitem nicht so gut planen wie in Europa. Aber es ist ja was ganz Besonderes. Diese Menschen hier sind noch irgendwie natürlicher. Sie sind irgendwie näher noch am Leben, improvisieren viel mehr und haben auch durch ihre Religion und durch ihre Tradition noch einen ganz anderen Glauben, noch einen viel stärkeren Glauben. Es begann alles damit, dass ein Inder, der in Deutschland lebt, ein Herr Agrawal, die Frau Häusler angesprochen hat und gefragt hat, ob nicht der Freundeskreis auch in Indien aktiv werden kann, um mit seinen Verwandten in Kontakt zu treten. Und ja, die Frau Häusler hatte zunächst Bedenken, weil ja hier in Indien so viele geistige Gruppen existieren und Meister und Heiler und alles Mögliche.
Und so waren zunächst die Bedenken da, aber es kam dann doch zu diesem ersten Besuch und da war ich auch gleich dabei. Und uns hat das so berührt, hier in Indien das Leben zu sehen, die Armut der Menschen. Viele schlafen einfach auf den Straßenrändern, an den Straßenrändern im Dreck und dann Kinder, Bettelkinder. Und es hat uns so berührt, und dass wir dann eben doch gesagt haben, der Bruno Gröning, der fehlt hier in Indien, um den Menschen wirklich zu helfen. Wir sind in Deutschland zu Hause. Und das ist weit, weit entfernt von euch. And our home is in Germany, and that is far away from you. Amaru je Germany che, aithi hajaro yojana dur che, rila dur thi. Aber wir haben viele, viele Kindergemeinschaften. But we have also a lot of children's communities in Germany. Amaru te apan tamari jem asankhya children community shava group che. Wir haben auch Jugendgemeinschaften. We also have youth communities. Amarta yuvanani pan community che. Governor Sri hamare karyakram mein padha rahe hain. Karte hue garv mehsoos karte hain. First, Mrs. Grete Hosler. She is international awardee for excellence in Bruno Gröning teaching and world peace. She is awarded for her outstanding contribution and dedication to science. Ich kann sagen, dass ich im Tun als Arzt einfach ruhiger geworden bin. Das ist nicht nur im Praktischen mit dem Patienten der Fall, sondern das bezieht sich auch auf Planung von Fortbildung, Durchführung von Fortbildung, in Vorträgen. Und dann kommt etwas dazu, das hat mich auch damals sehr, sehr berührt. Ich hatte einen Einriss im Innenmeniskus rechts, also eine Sportverletzung am rechten Knie. Und es wurde mir da bereits eine Operation vorgeschlagen von Kollegen, sogar auch eine größere Operation mit einer sogenannten Umstellung der großen Knochen im Bein, was ich natürlich sowieso gleich von vornherein abgelehnt habe. Aber ich habe dann auch die eigentliche Meniskusoperation vermeiden können. Ich habe nämlich über die Aufnahme des Heilstroms eine Heilung bekommen. Also für mich ist es etwas, einerseits aus Dankbarkeit, ich habe selbst Heilung erlebt dadurch, durch diese geistige Kraft, durch wieder den Glauben auch gefunden zurück zum Herrgott, muss man sagen. Und für mich ist es keine Belastung, es ist eigentlich eine Freude, das tun zu dürfen, einfach mitzuhelfen, etwas den Menschen weiterzugeben, die auf der Suche sind nach Hilfe. Es kommen ja viele, viele Menschen, die Heilung suchen, die schon alles durchgemacht haben, die schon alle Stationen der Medizin und auch andere Methoden durchgegangen sind und trotzdem keine Heilung erlebt haben, suchen ja weiter. Und dass man denen auch sagen kann, hier gibt es noch etwas, das sie tun können. Und das ist für mich eine große Freude zu sehen, auch im Rahmen der Vorträge, wenn diese Menschen zum Teil spontan gesund werden dadurch. Oder wenn man im Nachhinein hört, der hat nach einem Jahr oder nach ein paar Wochen sind die und die alle gesund geworden nach dem Vortrag, weil sie eben das konsequent umgesetzt haben. Und für mich ist das eigentlich Lohn genug, sage ich, wenn ich das höre und erfahre, dass mir wirklich Freude im Herzen bereitet. Wir Mediziner, das muss ich auch so sagen, taten uns am schwersten. Das wirklich so, weil wir das ganze Leben lang immer nur gelernt haben, hier Arterie, Blutfluss und hier geschieht dies und jenes und so weiter. Und wir haben uns ja selber begrenzt.
wir haben ja selber, wir haben erstens nur gelernt, wir können hier nichts mehr machen und haben dann es aufgenommen, dass wir gesagt haben, das ist unheilbar. Aber wenn wir selber jetzt ganz normal nachdenken, dann können wir doch eigentlich nur sagen, dass wir in diesem Moment nicht weiter wissen. Wir wissen doch nicht weiter. Aber wir können doch nicht sagen, dass das unheilbar ist. Wir erleben es doch hier jetzt, dass hier eine Kraft wirkt, wie immer sie auch wirkt. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie diese Kraft wirkt. Ich kann nur die Ergebnisse sehen. Und ich sehe an den Ergebnissen, dass diese Ergebnisse wunderbar sind. Ja, mit circa 17 Jahren sind mein damaliger Freund, der später mein Mann wurde, und ich sind wir von einem Bekannten auf einen Joint eingeladen worden, auf eine Haschisch-Zigaretten. Wir haben dann mitgeraucht und es ist dann so weitergegangen, wir haben dann die nächsten 2-3 Mal, wo wir uns gesehen haben, haben uns wieder einladen lassen und dann haben wir angefangen, dass wir selber kaufen, am Anfang 10 Gramm meistens, die haben wir am Wochenende geraucht. Man trifft dann einfach immer mehr Menschen, die auch Drogen nehmen und lernt dann einfach alles Mögliche kennen. Ich habe dann angefangen mit LSD-Trips, mit Speed, mit Kokain, Tabletten in Verbindung mit Alkohol bis zum Heroin. Also wenn ich jetzt so denke, mir fällt keine Droge ein, egal ob Ecstasy, ganz egal, die ich nicht genommen hätte. Eben wirklich so alle Drogen quer durch die Bank, halluzinogene Pilze, einfach wirklich alles. Ich habe dann eben schon durch die ganzen Drogen, den jahrelangen Drogenkonsum, habe ich schon Schmerzen gekriegt in den Gelenken. Und wegen den Gelenkschmerzen bin ich dann zu einem Arzt gegangen, der hat mich akupunktiert. Und bei diesem Arzt habe ich einen Flyer gesehen, Heilung auf geistigem Weg durch die Lehre Bruno Grönings, Einladung zu einem Ärzteinformationsvortrag. Der Ärzteinformationsvortrag war am 22. Oktober 1998. Das Ärzteinfo war aus, wir sind nach Hause gefahren. Und im Auto kriege ich auf einmal den Gedanken, jetzt hörst auf zum Rauchen, zum Haschischrauchen. Und habe das zu meinem Bruder dann gesagt, sage ich, weißt du, jetzt hör ich auf zum Haschischrauchen. Und er nur ganz kurz, ja, ja, Andrea, kenne ich schon so auf die Art. Ist ja klar, er hat mir ja 18 Jahre nur gekannt eben, dass ich ohne Drogen nicht sein kann. Es war dann so, ab dem 22. Oktober 98, ab diesem Abend bis heute, habe ich keine harten Drogen mehr genommen, kein Heroin, kein Kokain, keine Tabletten, gar nichts. Heute geht es mir richtig gut. Ich fühle mich einfach frei, kann mein Leben wieder genießen, kann so wie heute einfach in der Stadt sitzen und was trinken und brauche nicht denken, wo kriege ich die nächsten Drogen her. Ja, ich fühle mich einfach wie ein gesunder, junger Mensch. Ja, einfach lebensfroh. Die Freude wieder, kann mein Leben wieder genießen. Ja. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass die Beschäftigung mit diesen Erfolgsberichten eigentlich was war, was mir einfach gut tat. Es hat mich irgendwie beruhigt, wenn ich unruhig war. Es hat mir einfach gut getan. Und je mehr es mir gut getan hat, desto lieber habe ich es gemacht. Und mit der Zeit ist dann dieses intellektuelle Interesse an dem, was spielt sich da ab, mehr oder weniger vergangen. Und inzwischen ist mir vollkommen klar, das ist unter anderem meine Aufgabe. Die Aufgabe der Ärzte zu kommentieren. Und es ist eine schöne Belohnung. Nicht nur zu sehen, wie Heilungen oder dass Heilungen passieren, sondern auch, welche unglaublichen Heilungen passieren. Ich hatte dauernd Schmerzen in den Knochen, in den Gliedern, in Händen, in allen Knöcheln, in den Knien, im Rücken. Und in den Knien bin ich oft bei mir in der Arbeit einfach zusammengesackt. Einfach zusammengebrochen, weil es einfach nicht mehr ging. Der Schmerz war so krass. Man, wissen Sie, wenn was leicht ist, da achtet man ja gar nicht so drauf, da ist man ja auch nicht so. Aber es war so schlimm manchmal, dass ich, wie gesagt, einfach zusammengebrochen bin an meinem Ladenbudel. Und es ging nicht mehr.
Und ich bin dann zum Arzt gegangen, zu meinem Hausarzt, und das war 1993, und er schickte mich zur Knochendichte-Messung. Er sagte, oh, Frau Fischer, hoffentlich ist es nicht das, was ich vermute. Ja, ich ging dann zur Knochendichte-Messung, und die Diagnose war Osteoporose im fortgeschrittenen Stadium. Osteoporose ist Knochenschwund. Puh. Im Verlauf der Behandlung merkt man, dass der Therapieversuch mit Calcium und mit den Östrogengaben nicht erfolgreich war. Man musste sie abbrechen, weil es zu einer Thrombose gekommen ist. Das heißt, ab diesem Moment war Frau Fischer eigentlich ohne wesentliche Therapie. Und man hat weitere Untersuchungen durchgeführt. Und da wurde festgestellt, dass also der durchschnittliche spongiosa Mineralsalzgehalt in der Lendenwirbelsäule von Jahr 1994 64,2 und im September 98 sogar unter 50 auf 49,3 abgesunken ist. Das heißt also, die Osteoporose ist deutlich schlechter geworden, bestätigt durch die durchgeführten Knochendichtemessungen. Und dann stand ich da mit dieser Diagnose. Ich wusste nicht, wie mein Leben weitergehen soll. Ich bekam Lebensangst, sag's, wie es ist, und Depressionen. Jeden Tag Angst, wie das weitergehen soll, wie ich das schaffen soll, mein Geschäft weiterzuführen. Ich hatte ja Lehrlinge, und wie das ich dann sitzend im Geschäft, weil ich nicht mehr stehen konnte, das war schlimm. Ja, sagt er mir, ja, ich kann Ihnen nur noch den Rollwagen, den Gehwagen verschreiben, mehr gibt es nicht mehr für Sie. Das ist unheilbar. Aussichtslos auf eine Besserung, so stand ich dann da. Und in dieser großen Not habe ich unser Herrgott gebeten. Bitte, lieber Herrgott, hilf mir. Führ mich irgendwo hin. Das kann doch mein Lebensende nicht sein. Hilf mir. Und in dieser großen Not schickte er mich, fand ich diesen Freundeskreis. Ich ging dann zu dieser Einführung mit meiner Nachbarin. Ich ging humpelnd hin und laufend raus. Und als meine Nachbarin das sah, sagte sie, ja, Frau Fischer, Sie laufen ja. Ja, sage ich, ja, ich habe keine Schmerzen mehr. Und ab April 1999 konnte man dann plötzlich eine starke Zunahme der Knochendichte feststellen. Und zwar wurde beim selben Radiologen, bei dem die Voruntersuchung gemacht wurde, ein durchschnittlicher spongioser Mineralsalzgehalt von 80 gefunden. Man kann sagen, normal. Altersentsprechend normal. Und so fühle ich mich auch. Vollkommen gesund und keine Schmerzen mehr, weder im Rücken noch in den Knöcheln, noch in den Füßen, noch sonst noch was. Und vieles andere ist gut geworden in dieser Zeit. Allererst habe ich die Depressionen verloren, gleich nach ein paar Wochen die Depressionen verloren, die Lebensangst verloren. Also für mich ist das ganz, ganz was Großes. Ja. Und heute kann ich laufen, stehen, 5 Stunden, egal was ich mache, wandern, spazieren gehen, Pfützmoos wandern, Berg hoch, ohne Muskelkater, ohne alles. Wunderbar. Ja. Gehe mit meinem Enkel Fußball spielen. Ja, er freut sich und die Omi mit. Ja, es geht mir gut. Und es ist alles gut geworden. Und ich bin sehr, sehr dankbar. Auf diesem Weg habe ich meine Heilung bekommen und behalten. Und bin 10 Jahre älter geworden. Dass sich eine Osteoporose innerhalb dieses Zeitraumes ohne Therapie zurückbildet, ist aus ärztlicher Sicht absolut nicht zu erklären. Eventuell Stillstand, bestenfalls. Aber dass sie sich so deutlich, so dramatisch bessert, quasi wieder Normalzustand, ist nicht zu erklären. Kann man eigentlich nur erklären mit der Kraftaufnahme nach der Lehre. Bruno Grönings.
Ja, das sind die himmlischen Geschenke, die der Schöpfer für uns bereithält. Ich habe gemeint früher, ich bin auch ein gläubiger Mensch und habe geglaubt. Bin zur Kirche gegangen und bin trotzdem erkrankt. Und dieser Bruno Gröning hat uns gesagt, trennt euch von dieser Krankheit, die gehört nicht zu euch. Vertraut darauf, ihr bekommt die Gesundheit wieder. Glaubt an Herrgott, dann werdet ihr sie erhalten. Übergebt sie mir, alles von dem ihr euch lösen wollt. Übergebt sie mir, ich drehe alles um. Und das habe ich noch nie gehört. Das hat uns, den Menschen, also Bruno Gröning, gesagt. Und es ist so, ich habe meine ganze Gesundheit wieder erhalten.